Herzlich willkommen hier bei der Geschichte von Grumme. Lasst uns wieder mit Grumme spazieren gehen und entspann dich. Vielleicht schläfst du auch ruhig ein, dann würde Grumme neben dich kommen, bei dir schlafen und dich beschützen. Sollte dir die Geschichte gefallen, kannst du uns gerne ein Abo oder ein Like geben, aber nun lass uns hineingehen in die Geschichte. An diesem wunderschönen Hochsommertag ist Grummel schon sehr früh unterwegs. Vor einigen Stunden ist Grummel durch die ersten Sonnenstrahlen wachgekitzelt worden. Nachdem sie richtig wach geworden ist, hat Grummel auch keine Lust mehr gehabt, noch in ihrem Körbchen liegen zu bleiben, sich auszuruhen und auf ihr Frauchen zu warten. Grummel hat die Abenteuerlust gepackt. Auf der Stelle will sie sofort raus. Grummel liebt lange und ausgiebige Spaziergänge durch die Freiheit. Dabei die Gegend erkunden, viele neue Erfahrungen machen. Ja, dies ist eines der liebsten Hobbys von Grummel. Nach dem Aufstehen und einer kurzen Fellpflege geht es für Grummel durch ihre neue Katzenklappe. Diese ist zu Weihnachten in der Balkontür eingebaut worden. Danach dauert es nicht lange. Grummel ist schließlich unterwegs. Grummel ist eine europäische Kurzhaarkatze und hat ein schwarz-weißes Fell. Sie sieht lustig aus mit ihren weißen Pfoten und dem weißen Kinn. Der Rest des Fells ist seidenschwarz. Was Grummel so besonders macht, sind ihre weißen Schnurrhaare oder Füllhaare. Ja, Grummel ist ein Weibchen. Momentan ist Grummel schon einige Zeit unterwegs. Gerade trottet sie über eine große Wiese. Direkt auf der Wiese erkennt Grummel einen kleinen Hügel. Den hat sie jetzt auserkoren. Sie möchte ihn erklimmen. Oben angekommen setzt sich Grummel kurz hin. Sie sieht sich um, was gerade los ist, so in der Umgebung. Grummel denkt gerade an den Sonnenaufgang, den sie vor einigen Stunden von ihrem Körbchen aus gesehen hat. Da ist langsam die Sonne aufgegangen. Der Horizont ist immer heller und heller geworden. In dem Moment hat Grummel am Himmel ein wunderschönes Farbenspiel beobachten können. Nach und nach gehen die Farben von einem Tiefdunkel in ein Hellrot und dann in ein Orange über. Gerade ist aber alles schon taghell. Langsam fängt Grummel an zu schnuppern. Sie möchte die ganzen neuen Gerüche und Eindrücke, die gerade auf sie einströmen, ganz in Ruhe verarbeiten. Mit der Zeit nimmt Grummel unter anderem süßliche Gerüche wahr. Sie kommen von den verschiedensten Blumen, die gerade blühen. Da ist auch ein wunderschönes Vogelzwitschern. Kannst du es hören? Das nimmt sie recht laut wahr, aber dann auch wieder leise. Grummel schließt daraus, dass die Vögel ganz fröhlich unterwegs sind und mal weiter entfernt sind. Und dann auch wieder näher da. In diesem Moment weht auch ein leichter Windhauch zu Grummel. Diesen spürt Grummel auf ihrem seidenschwarzen Fell. Ihre Blicke wandern zu allen Seiten. Erst wendet sie ihr Köpfchen zur linken und dann zur rechten Seite. Auf der rechten Seite erkennt Grummel ein riesig wirkendes Waldstück. Das Waldstück hat jetzt Grummels vollste Aufmerksamkeit. Schließlich erhebt sich Grummel. Sie stellt sich an die für sie sichtbare Ecke des Waldstücks. Gerade interessiert Grummel einfach nur, wie groß das Waldstück ist. Nach einigen Momenten schüttelt sie verwundert den Kopf.
Sie findet einfach das Ende nicht. Momentan scheint der Wald für Grummel ja wirklich endlos. Noch immer leicht verwundert wandern Grummels Blicke schließlich wieder zurück zur Wiese. Diese hat momentan sehr viel Gras. Daneben erkennt Grummel auch die Blumen, die sie vorhin schon erschnuppert hat. So viele Gewächse und so schön in den Farben. Momentan ist Grummel noch etwas skeptisch. Deswegen schenkt sie ihre Aufmerksamkeit noch der Umgebung und nicht den wunderschönen Blumen und Dingen, die sie umgeben. Grummels Blicke wandern in die Ferne. Sie erkennt, dass am Waldrand viele Bäume wachsen. Beim genaueren Hinsehen sieht Grummel, dass es Mischbäume sind, nicht nur Tannen, auch Blätterbäume. Also sie haben mal die verschiedensten Blätter und dann auch wieder Nadeln. Daneben identifiziert Grummel auch die verschiedensten Sträucher. Dann erhebt sie sich und trottet schließlich weiter. Immer wieder wandert ihr Köpfchen nach links und nach rechts. Grummel ist sehr vorsichtig. Ihr Weg führt gerade über eine Art Feldweg. Der Weg selbst besteht hauptsächlich aus Erde und Matsch. Daneben liegen da auch Steine, kleine Stöckchen sowie vereinzelt auch Blätter auf dem Weg. Grummel erkennt, dass sich gerade im Wald ein leichter Nebel gebildet hat. Das taucht das ganze Bild in einen romantischen Flair. In diesem Augenblick überkommt Grummel ein wohliges Gefühl. Ja, solche Spaziergänge liebt sie. Das sind für Grummel immer besondere Momente. Klar liebt sie auch ihr Frauchen, sogar sehr. Doch solche Spaziergänge sind für Grummel immer eine entspannte Auszeit. Dabei überkommt Grummel meist eine wunschlose Freude, die ihr Herz ganz tief beglückt. Auch gerade genießt es Grummel in vollen Zügen. Die Sonnenstrahlen, die immer wieder ihr seidenschwarzes Fell erhellen und erwärmen, unterstützen die Gefühle noch mehr. Das sind Ruhe, Ausgeglichenheit und ein gewisses Relaxen in ihr. Ihre Ohren wandern in alle Richtungen, um vorsichtig zu sein, aber trotzdem ist sie wunderbar entspannt. Einige Zeit später hört Grummel etwas entfernt, ein leises, aber stetiges Plätschern. Das Geräusch weckt gleich die Neugier in ihr. Grummel schleicht langsam zu der Stelle, währenddessen spannt sich ihr Körper etwas an. Zwar ist Grummel von Natur aus eine sehr wissbegierige und neugierige Katze, wenn es nach ihr geht, würde Grummel am liebsten jeden Tag etwas Neues kennenlernen. Da können ruhig auch große Tiere oder neue Bäume dabei sein. Sie liebt auch Menschen. Am liebsten würde sie jeden Tag einen neuen Menschen kennenlernen. Trotz alledem ist Grummel aber auch eine Katze, die immer auf ihre Sicherheit bedacht ist. Vorsichtig betritt Grummel den Wald. Nach einiger Zeit endet schließlich an einem besonderen Platz der Weg. Voller Ehrfurcht setzt sie sich erstmal hin. Sie möchte gerade die ganzen Eindrücke und Gerüche, die auf sie einwirken, verarbeiten. In diesem Moment erkennt Grummel, dass sie sich an einer wunderschönen Quelle befindet.
Fast direkt vor ihr befindet sich ein kleiner Hang, auf dem sich ein riesig großer Felsbrocken befindet. Über diesen Felsbrocken fließt ein dicker Schwall Wasser. Nach und nach ist auf dem Boden ein kleiner See entstanden. Der ganze See ist umringt von vielen hohen Gräsern sowie auch ein bisschen Schilf. Auf beiden Seiten des kleinen Sees ist Hang. Und da wächst auch ein großer dicker Baum. Hier sind es meist Eichen und Buchen und dazwischen aber auch immer wieder eine Tanne. Vorsichtig schreitet Grummel weiter. Jetzt ist sie direkt an dem kleinen See angekommen. Hier nimmt sie wieder neue Geräusche wahr. Ihre Öhrchen und andere Sinnesorgane nehmen das Vogelgezwitscher jetzt ganz anders wahr. Mal ist es hell, mal dunkel, dann wieder ganz nah, dann auch mal wieder weit weg. Dann ist da noch das Surren der verschiedensten Insekten und Käfer. Außerdem vernimmt Grummel ein lautes, sich immer wiederholendes Quaken, was bestimmt von Fröschen und Kröten kommt. Diese würden sich wahrscheinlich in dem See tummeln. Grummel spürt immer mehr auf ihrem Fell einen leichten Wind, der auch das Schilf ganz sanft bewegt. Und es ist, als würden die einzelnen Gräser im Wind tanzen. Die Gräser, die um den See sind, bewegen sich ganz leicht. Grummel weiß gerade gar nicht, wo sie zuerst hinschauen soll. Alles bewegt sich so wunderschön sanft und langsam. Plötzlich nimmt Grummel etwas Besonderes im Gras wahr. Ein lautes Quaken ertönt vor ihrer rechten Pfote. Erschrocken erstarrt Grummel. Langsam geht ihr Pfötchen nach rechts hinten. Eine dicke Kröte ist gerade dabei, Grummels Weg zu kreuzen. Es hat nicht viel gefehlt und Grummel hätte die Pfote auf die Kröte gesetzt. Doch diese hat sich rechtzeitig bemerkbar gemacht. Grummel ist nun stehen geblieben. Schnell hat sie das kleine Erlebnis verarbeitet. Sie erfreut sich eher an den Schönheiten, die sie gerade wahrnimmt. Ganz in die Schönheit des Bildes versunken, bemerkt Grummel erst im allerletzten Moment, dass sie fast ins Wasser fällt. Das Wasser ist so herrlich klar und so tief. Grummel kann den Grund erkennen. Alles ist in leuchtenden, hellen Farben. Nur mit allergrößter Mühe und viel Kraft schafft Grummel es, sich von einer unfreiwilligen Dusche zu bewahren. Nachdem sich Grummel wieder gesammelt hat, bemerkt sie, dass ihr seidenschwarzes Fell ziemlich durcheinander und auch ein wenig verdreckt ist. Sofort legt sie einmal Fellpflege ein. Grummel ist sonst eine sehr reinliche Katze. Dass ihr Fell einmal unsauber oder ungepflegt aussieht, so ist Grummel normalerweise nicht. Nach der Fellpflege fühlt sich Grummel wieder fit. Eine Welle neuer Kraft durchflutet sie. Grummel bleibt leicht erschrocken stehen. Da steht doch auf einmal eine fremde Katze vor ihr. Momentan steht diese auf der anderen Seite des Sees. Gerade scheint sie Grummel noch nicht gesehen zu haben. Die ganze Situation ist Grummel irgendwie nicht so geheuer. Da ist ein wenig Unbehagen.
In ihr ruft etwas Vorsicht hervor vor dieser fremden Katze. Grummel drückt sich ganz flach auf den Boden. Sie bewegt sich sogar ein paar Schritte rückwärts. Einige Momente später kommt sie an einem großen und vor allem Dingen auch dicken Baum an. Dahinter möchte sich Grummel jetzt erst einmal verstecken. Sie geht hinter den Baum. Sie nimmt all ihren Mut zusammen, doch sie möchte die fremde Katze jetzt erstmal aus der Ferne ansehen. Ihr Köpfchen wandert um den Baum herum. Ihr Blick fixiert jetzt die fremde Katze. Grummel erkennt, dass es eine fuchsfarbene Katze mit weißen Stellen ist. Sie ist etwas größer als Grummel. Grummel kommt sie überhaupt nicht bekannt vor. Eher im Gegenteil. Das Unbehagen weicht bei Grummel zwar einer leichten Neugier, aber irgendwie möchte Grummel die fremde Katze mit Vorsicht kennenlernen. Ganz langsam und vorsichtig traut sich Grummel jetzt hinter dem Baum hervor. Noch leicht verunsichert mauzt Grummel. Jetzt hat die fremde Katze Grummel auch wahrgenommen. Grummel ist ganz fasziniert von den Augen der anderen Katze. Sie sind goldfarben. Dann wandern Grummels Blicke nach links und nach rechts. Es muss doch irgendwie einen Weg geben, um den See herum zu der Katze. Grummel sieht nur Schilf und hohes Gras. Grummel möchte jetzt so gerne die fremde Katze kennenlernen. Ihre Neugier ist gewachsen. Doch irgendwie scheint es die andere Katze nicht so sehr zu interessieren. Die andere Katze verschwindet auf einmal. Grummel ist traurig. So gern hätte sie die fremde Katze noch genauer kennengelernt. Sehnsüchtig sieht Grummel nach der anderen Katze. Doch sie sieht nur hohes Gras und Schilf. Ganz in Gedanken versunken legt sich Grummel etwas an dem See nieder. Ihr Köpfchen landet auf ihren Vorderpfoten. So liegt Grummel am Ufer des Sees und beobachtet das Gras. Sie genießt etwas die Auszeit. Sie fühlt sich ganz wohl und ausgeglichen. Sie spürt auch wieder die Sonnenstrahlen auf ihrem seidenschwarzen Fell. Grummel kommt dahin, dass sie so richtig loslassen kann und sich entspannt. So vergeht einige Zeit. Die Vögel zwitschern. Alles ist in Harmonie um sie herum. Nach einer Weile ist das Grummel doch langweilig. Sie erhebt sich. Sie entschließt sich weiterzugehen. Sie möchte noch weitere Erfahrungen machen. Sie geht den Weg wieder zurück, raus aus dem Wald. Vor ihr taucht ein großes Feld auf. Grummel erkennt, dass dieses erst scheinbar frisch mit Getreide bestellt worden ist. Doch Grummel hat keine großen Mühen, vorwärts zu kommen. Die Pflanzen sind noch verhältnismäßig klein. Sie trottet am Waldrand vorbei. Auf der anderen Seite befindet sich noch mehr Feld. Immer wieder bleibt Grummel stehen. Sie schaut sich um und lässt die Eindrücke auf sich wirken. Auf einmal huscht etwas Rotbraunes aus dem Wald
und über das Feld. Grummel kann erst gar nicht so schnell schauen. Da ist das Etwas schon wieder aus ihrem Sichtfeld verschwunden. Doch ihre Neugier ist sofort geweckt. Grummel rennt dem Etwas gleich hinterher. Grummel hat Mühe, das Etwas einzuholen, doch einige Augenblicke, dann hat sie es geschafft. Dann erkennt Grummel, dass es ein rotbrauner Wildhase ist. Auch der Hase hat Grummel entdeckt. Er stellt sich auf und macht Männchen und versucht mit seinem Ohrenspiel so viel wahrzunehmen, wie er nur kann. Grummel hat sich ganz flach auf den Boden gelegt. Jeder einzelne Muskel in ihrem Körper ist angespannt. Die Gesten des Hasen weiß sie gerade nicht einzuordnen. Gerade deswegen ist Grummel total angespannt. Sie ist darauf bedacht, gleich reagieren zu können. Ganz egal, was der Hase als nächstes tut. Der Hase scheint ähnlich zu fühlen wie Grummel. Auf einmal löst er sich aus der Haltung. Schließlich hoppelt er im Zickzackkurs über das Feld. Dann verschwindet er wieder. Wo ist er hin? Doch Grummel weiß, dass er in den Wald gerannt ist. Grummel schüttelt verwundert den Kopf. Was ist das doch für eine seltsame Begegnung gewesen? Eine leichte Traurigkeit überkommt Grummel. Das war jetzt die zweite Begegnung heute und sie hat keinen Kontakt knüpfen können. So gerne hätte sie sich den Hasen vielleicht noch genauer angesehen. Wenn es gut gelaufen wäre, hätte sie auch sehr gerne mit ihm gespielt. So ist Grummel leider wieder alleine. Ein emotionales Mauzen entkommt ihr. Nun setzt sie sich schließlich wieder in Bewegung. Grummel entscheidet sich, dass sie ihren Weg über das Feld fortsetzt. Irgendwie löst das ganze Bild in ihr einen Spieltrieb aus. Sie rennt den Weg zwischen dem frisch gesäten Getreide hin und her. Immer wieder springt Grummel auch über die Pflanzen. Das Ganze geht 5 Minuten oder mehr. Dabei taucht etwas in Grummels Blickfeld auf. Dies weckt gleich wieder Grummels Aufmerksamkeit und lenkt sie jetzt vom Spielen ab. Schließlich bleibt Grummel kurz stehen, um sich ihre Entdeckung einmal genauer anzusehen. Sie erkennt, dass es anscheinend eine Bank ist. Langsam schleicht Grummel in die Richtung, als würde sie sich anpirschen. Sie ist gerade äußerst vorsichtig, denn sie hat keine Lust auf eine neue Begegnung, die nicht so verläuft, wie sie das möchte. Jetzt entdeckt sie, dass rechts eine riesig wirkende Eiche steht. Außerdem entdeckt Grummel, dass hinter der Bank sowie neben dem Baum noch etwas steht. Das erkennt Grummel jetzt aber noch nicht. Dies ist für sie allein der Punkt, weiterzugehen. An der Bank angekommen, fühlt sich Grummel sichtlich wohl. Langsam umstreift Grummel die 4 Standbeine der großen Bank. Die Sitzfläche besteht aus hellbraunem Holz. Das Gestell der Bank ist scheinbar aus Metall und dunkelgrün gestrichen. Mit einem großen Satz springt Grummel auf die Bank. Dort setzt sie sich ab und schaut sich um. Grummel kann in diese totale Weite sehen. Ein kleines Stück höher und sie hat einen ganz anderen Eindruck von der Umgebung. Grummel ist überwältigt.
Eine Welle von Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Ruhe durchflutet Grummel. Sie legt sich ganz flach auf die Sitzfläche der Bank. Jetzt erkennt sie auch, was sie da eben noch nicht so erkannt hat. Es ist ein großes Kreuz aus hellem und dunklem Holz. Es sieht für Grummel irgendwie interessant aus. Sie springt auf die Lehne der Bank. Langsam und vorsichtig balanciert sie in Richtung des Kreuzes. Die menschliche Figur, die sich an dem Holz befindet, sie sieht irgendwie leidend aus. Der Rahmen drumrum ist aus schwarzem Holz. Schließlich legt sich Grummel ein wenig auf die Liegefläche davor. Nach und nach entspannt sie sich auch hier. Sie genießt nun die kleine Auszeit hier an dem Kreuz. Auch ihre Augen fallen immer wieder zu. Doch auf einmal wird die Ruhe gestört. Ein feuchtes Etwas berührt Grummel am ganzen Körper. Leicht erschrocken springt sie auf. Ihr Köpfchen wandert schnell zu allen Seiten. Grummel will jetzt endlich wissen, was das war. Was hat sie da gerade aus ihrer Ruhe gerissen? Nach einem kurzen Augenblick erkennt Grummel den Verursacher des Überfalls. Gerade klettert ein kleines, rotbraunes Eichhörnchen. Erst am Kreuz und dann auf ihr herum. Grummel sieht aus dem Augenwinkel, dass er gerade mit ihrem Schwanz scheinbar ein wenig herumspielt. Erschrocken springt Grummel jetzt endgültig auf. Das ist wirklich zu viel für sie. Das geht zu schnell. Nachdem Grummel jetzt auf allen Vieren steht, dreht sie sich in Richtung des Eichhörnchens. Dies hat sich mittlerweile auf die Lehne zurückgezogen. Dabei hat es Grummel fest im Blick. Für einen Moment herrscht Stille zwischen Grummel und dem Eichhörnchen. Beide fixieren sich mit ihren Blicken. Eine gewisse Spannung herrscht zwischen den beiden. Diese möchte Grummel jetzt aufheben. Sie hat einfach keine Lust auf Ärger. Eigentlich mag sie Eichhörnchen. Grummel legt sich ganz flach auf die Bank. Ein leises und friedvolles Mauzen entkommt ihr. Grummel möchte dem Eichhörnchen zeigen, dass sie eine friedvolle Katze ist. Dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Das Eichhörnchen hingegen ist noch sehr verunsichert. Ganz langsam und vorsichtig trottet es auf Grummel zu. Diese erkennt jetzt, dass das Eichhörnchen angefangen hat zu schnuppern. Es scheint, als wollte das Eichhörnchen Grummels Geruch aufnehmen. Jetzt steht das Eichhörnchen direkt vor Grummel. Dieser entkommt wieder ein leises Mauzen. Das Eichhörnchen berührt Grummel ganz vorsichtig mit einer Pfote. Grummel spürt Vertrauen. Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Doch für das Eichhörnchen scheint die Unsicherheit zu groß zu sein. Nachdem Grummel da steht, sieht sie vielleicht etwas bedrohlich für sie aus. Auf einmal macht es auf der Stelle kehrt und sucht Schutz im nächstgelegenen Gebüsch. Grummel kann gar nicht so schnell reagieren. Verdutzt schaut sie dem Eichhörnchen hinterher. Einige Augenblicke später setzt sie sich wieder in Bewegung. Nun führt sie ihr Weg über eine große Wiese. Hier setzt sich Grummel mitten ins Gras. Es sieht so aus, als hat sie genau die Mitte der Wiese getroffen.
Ihr Köpfchen wandert zu allen Seiten. Neben viel tiefgrünem Gras wachsen auf dieser Wiese auch viele Blumen. Sie kann die ganze Vielfalt an Farben erkennen. Rot, gelb, weiß und lila. Krummel erkennt alle Blumen und da gibt es noch viele andere Farben. Gleich überkommt Krummel Gelassenheit, Ruhe und ein tiefer innerer Ausgleich. Krummel ist ganz ruhig und legt sich erst einmal ein bisschen nieder. Doch nach einer Weile ist es Krummel zu langweilig. Irgendwie möchte sie ihren Spieltrieb ausleben. Und im nächsten Moment rennt Krummel über die Wiese. Sie wälzt sich im Gras. Und beim Wälzen scheucht Krummel versehentlich einen Schwarm von sehr vielen Schmetterlingen auf. Ganz überrascht und auch ein wenig überwältigt bleibt Krummel stehen. Dieses ganze Gewusel um sie herum, diese wunderschönen Schmetterlinge. Mittendrin hat einer der Schmetterlinge anscheinend Krummels Nase mit einem Landeplatz verwechselt. Dies bemerkt Krummel erst gar nicht. Erst als sich das Gewusel langsam gelegt hat, nimmt auch Krummel wahr, dass da irgendwas auf ihrer Nase sitzt. Krummel setzt sich hin, ihren Kopf hält sie dabei ganz still. Nach und nach fängt ihre Nase leicht zu jucken an. Ganz vorsichtig hebt Krummel die rechte Vorderpfote. Damit berührt sie ganz sanft die Nase und auch etwas den Schmetterling. Dieser fliegt nach der Berührung einfach davon. Er fliegt wieder zurück in den Schwarm. Und der Schwarm gibt ihm Sicherheit und Schutz. Nun fliegt die ganze Gruppe der Schmetterlinge über die Wiese davon. Krummel zieht auch weiter. Ihr Weg führt Krummel weiter über die Wiese. Nach einiger Zeit kommt Krummel an ein paar Häusern vorbei. Krummel bleibt kurz stehen. Sie erkennt, dass die Häuser anscheinend ein kleiner Bauernhof sind. Ganz langsam und vorsichtig schleicht Krummel weiter. Krummel erkennt, dass der Bauernhof aus zwei Wohnhäusern und einer riesig wirkenden Scheune besteht. Die Gebäude wirken auf Krummel einschüchternd und etwas bedrohlich. Sie mauzt leise und vorsichtig. Vielleicht gibt es hier einen großen Hund. Irgendwie kommt ein leichtes Unwohlsein in Krummel auf. Noch die Neugier ist bei ihr größer. Also geht sie langsam weiter. Sie schaut sich um. Krummel sieht, dass sie sich gerade in dem Innenhof des Bauernhofs befindet. Neben dem riesigen Wohnhaus gibt es da noch zwei weitere Gebäude. Krummel erkennt, dass das eine die Scheune ist. Das andere Gebäude kann Krummel in diesem Augenblick nicht einordnen. Sie weiß einfach nicht, was das sein soll. Auf einmal hört Krummel ein leises Geräusch. Dies erhöht gleich ihre Aufmerksamkeit und sie läuft etwas zu einer Wand. Für einen Moment bleibt Krummel nun stehen. So möchte sie das bis dahin unbekannte Geräusch noch besser hören und einordnen. Vorsichtig schleicht Krummel langsam in die entsprechende Richtung.
Grummel geht dabei auch an dem Scheunentor vorbei. Auf einmal bleibt Grummel erschrocken stehen. Aus der Scheune kommt ein lautes Muhen heraus. Schnell rennt Grummel weiter um die nächste Ecke der Scheune herum. Dort bleibt sie stehen und ihre Atmung geht etwas schneller. Auch wenn Grummel gerne viel erlebt, aber so viel Aufregung, das ist auch für Grummel sehr anstrengend. Sie trottet trotzdem weiter. Da ist ja noch das andere Geräusch, was sie von hinter der Scheune immer wieder gehört hat. Vorsichtig schleicht Grummel weiter. Nach und nach spannt sich jeder einzelne Muskel in ihrem Körper an. Grummel weiß ja auch nicht, was da hinter der Scheune auf sie zukommen kann. Allein deswegen ist sie äußerst vorsichtig. Noch hinter der Scheune erkennt Grummel, dass da gar keine Gefahr auf sie wartet. Da ist eher ein wunderschönes und beruhigendes Bild, das auf Grummel wartet. Dort befindet sich eine große Weide und auf der Weide ist eine Herde Schafe, die weidet. Grummel stellt sich ein wenig an den Weidezaun. Sie erkennt, dass die Schafsherde sehr groß ist. So viel Schafe auf einmal hat sie noch nie gesehen. Das ist selbst für Grummel etwas Neues. Der Weidezaun besteht aus dunkelbraunen Holzlatten sowie grünem Maschendrahtzaun. Grummel mauzt leise und läuft langsam am Zaun entlang. Sie sucht einen Weg, um auf die Weide zu kommen. Grummel möchte sich so gerne die ganzen Schafe aus der Nähe ansehen. Schließlich findet Grummel eine kleine Lücke zwischen den Zaunlatten. Dort kann sie sich ohne große Mühe durchzwängen. Dann ist sie am Ziel. Grummel steht mitten in der Schafsherde. Sofort wird Grummel von den Schafen umkreist. Man sieht ihnen die entstehende Verwirrtheit an. So ein seltsames Tier haben sie wirklich noch nie gesehen. Die Schafe fangen an, Grummel zu beschnuppern. Grummel bleibt wie angewurzelt stehen. Sie kann das Ganze in diesem Augenblick noch nicht einordnen. Doch die Berührung lässt sie etwas zu. Grummel ist nicht in Gefahr, so schätzt sie jetzt diese Situation ein. Sie mauzt ganz vorsichtig. Allmählich werden die Berührungen für Grummel doch etwas zu viel. Doch will sie auch nicht die ganzen Schafe erschrecken. Grummel weiß nicht, wie die Schafe dann reagieren. Grummels Unwohlsein scheinen die Schafe jetzt zu spüren. Sie lassen von Grummel ab. Und die Gruppe bewegt sich wieder zurück auf die Weide. Vielleicht haben sie Grummel auch nicht als Gefahr eingestuft. Denn nun kommt ein kleines Lämmchen hinter der Gruppe hervor und auf Grummel zu. Es scheint sehr neugierig zu sein. Nun steht es direkt vor Grummel. Es fängt an zu schnuppern. Vorsichtig berührt es Grummel mit der Nase. Gerade scheint es so, als ob das Lämmchen den Geruch von Grummel aufgenommen hat. Im Laufe weniger Augenblicke entwickelt sich zwischen den beiden etwas ganz Besonderes. Grummel und das Lämmchen fangen an zu spielen. Sie rennen zusammen über die Weide und jagen sich gegenseitig. Das ganze Hin und Her geht eine ganze Weile. Nach einer Weile verlässt dann Grummel die Weide.
Sie erkennt, dass das Lämmchen ihr sehnsüchtig hinterherblickt. Grummel nimmt an, dass das Lämmchen vielleicht sehr viel alleine ist. Beim Zusammenspiel hat Grummel gemerkt, dass von dem Lämmchen eine Welle von absoluter Freude zu ihr rübergeschwappt ist. Grummel entscheidet sich, noch einmal zu ihrer neuen Freundin zurückzugehen. Auf einmal wird die traute Zweisamkeit von Grummel und dem Lämmchen von lauten Geräuschen gestört. Da ist etwas im Argen, das gefällt Grummel nicht. Sie schlüpft durch das kleine Loch im Zaun und rennt ganz schnell in die andere Richtung, die dem Geräusch entgegensteht, davon. Nach einiger Zeit nimmt sie etwas Tempo aus den Schritten. Kurz wendet sie ihr Köpfchen nach links und rechts. Dann sieht sie zurück, wo sie herkam. Schließlich erkennt sie, dass sie schon einige Meter vom Bauernhof entfernt ist. Nun läuft sie etwas langsamer. Erkennen, was das für ein Geräusch war, kann Grummel leider nicht. Sie blickt nach vorne und läuft weiter und kommt zu einem Alleeweg, der in den Wald hineinführt. Grummel hatte ein wohliges Gefühl hier wieder auf dem Weg. Irgendwie strahlt der Weg für Grummel keine Gefahr aus. Also geht sie langsam immer weiter auf dem Weg. Auf der rechten Seite erkennt sie ein ausgetrocknetes Flussbett. Davor wachsen große und ausladende Bäume. Auf der linken Seite erkennt sie eine lange Reihe von großen Bäumen. Die Bäume sind gerade in voller Blätterpracht. Alles ist saftig grün. Immer wieder bleibt sie nun etwas stehen. Sie möchte sich einfach die Eindrücke mitnehmen. Sie geht auch wieder weiter. Dann passiert es auf einmal. Ganz in Gedanken versunken bemerkt Grummel es sehr spät, dass etwas Braunes aus dem Waldstück gerannt kommt. Es hat nicht viel gefehlt, dann wäre Grummel und das Braune etwas zusammengestoßen. Für ein paar Augenblicke ist sie sogar leicht benommen. Nach und nach wird sie dann wieder klarer. Langsam und vorsichtig wendet sie ihr Köpfchen nach links und nach rechts. Was ist das denn schon wieder gewesen? Wer hat sie denn da gerade fast umgerannt? Schließlich erkennt Grummel den Verursacher. Sie sieht, dass direkt vor ihr ein Reh steht. Dieses sieht in diesem Augenblick Grummel direkt in die Augen. Für diesen Moment herrscht Stille zwischen den beiden. Ein leises Mauzen von Grummel durchbricht die Stille. Sie nimmt langsam ihren Kopf. Sie senkt langsam ihren Kopf zu Boden. Grummel möchte dem kleinen Reh, das scheinbar noch ein Kitz ist, zeigen, dass von ihr keine Gefahr ausgeht. Grummel kennt kleine Rehe und hat sie schon früher getroffen und mit ihnen gespielt. So weiß sie, dass das hier jetzt ein Kitz sein müsste. Grummel ist sehr friedvoll und sehr freundlich. Grummel verteidigt sich nur, wenn sie in Gefahr ist. Scheinbar ist das Reh neugierig auf Grummel. Es hebt seinen Kopf. Dann setzt sich das Reh in Grummels Richtung in Bewegung. Etwas verunsichert weicht Grummel erst einmal ein paar Schritte zurück.
Dann bekommt Grummel wieder ihren Mut und sie geht auch ein paar Schritte auf das Reh zu. Dann stehen sich schließlich Grummel und das Reh direkt gegenüber. Etwas verunsichert mauzt Grummel. Das Reh ist doch etwas größer als sie. Das lässt sie doch etwas mulmig werden. Grummel nimmt den Geruch des Rehs auf. Dieses senkt seinen Kopf. Damit berührt es mit einem leichten und sehr behutsamen Stoß Grummels Seite. Auch für das Reh ist die ganze Situation neu. Dieses Reh oder Kitz hat noch keine Katze gesehen. Grummel steht am rechten Bein des Rehs und berührt es mit seinen weißen Schnurrhaaren. Ganz ruhig und ausgeglichen bleibt das Reh stehen. Das Rehkitz scheint Grummel zu vertrauen. Jetzt wird Grummel noch mutiger und das Vertrauen ist gewachsen. Grummel kann dieses Rehkitz nun einordnen. Es umstreift langsam die beiden Vorderläufe des Rehkitz. Grummel mauzt und schnurrt zugleich. Man kann dem Rehkitz ansehen, dass es die Berührung von Grummel gerade sehr genießt. Ein goldenes Band von tiefem Vertrauen hat sich anscheinend gebildet zwischen Grummel und dem Rehkitz. Beide kuscheln nun für einen Augenblick miteinander. Ein helles Licht kommt nach und nach auf. Man kann Grummel ansehen, dass sie innerlich wie äußerlich strahlt. Es scheint gerade so, dass Grummel und das Rehkitz sich ganz ohne Worte nur mit den Gefühlen verstehen können. Eine besondere und ganz seltene Kraft kommt nun auf. Grummel und das Reh werden in einem Ball aus hell leuchtendem weißen Licht eingehüllt. Grummel spürt, dass das Reh ihr durch die Berührung etwas sagte, das ihr noch enorm Kraft schenkt. Dieser Moment der Lichtkraft und der Energieübertragung scheint für die beiden neuen Freunde endlos. Was für den Beobachter nur Augenblicke sind, für die beiden eine endlos lange Zeit. Dann lösen sich die beiden voneinander. Man hört in der Entfernung Hufe und auch ein Rascheln und Knacken. Ganz in einer Welle von guten Gefühlen versunken, hebt Grummel ihren Kopf. Nun sieht sie es auch, was los ist. Eine ganze Herde Rehe, welche wahrscheinlich die Familie des Rehkitz sind, kommt auf einmal aus dem Wald heraus. Grummel ist völlig überwältigt. Grummel liebt Rehe und dann auf einmal so viele. Rehe sind für Grummel sehr ruhige und vertrauenswürdige Tiere. Aus der Gruppe löst sich nun ein Reh. Es ist größer als das Rehkitz und es kommt direkt auf Grummel zu. Es scheint die Mutter des Rehkitz zu sein. Das Rehkitz versteht. Es muss wieder zurück zu ihrer Mutter. Es darf mit seiner Familie weiterziehen. Es blickt immer wieder zu Grummel rüber
Diese setzt sich in dem Moment hin. Sie hebt etwas die rechte Pfote. Gerade scheint es so, als würde sie ihrer neuen Freundin zum Abschied zuwinken. Dann ist das Reh auch wieder verschwunden in der Gruppe. Krummel sieht dem Rehkitz noch hinterher, wie es in die Gruppe eintaucht und die Gruppe über das freie Feld davonzieht. Krummel ist ganz versunken in sehnsüchtige Gefühle. Sie ist in dem schönen Augenblick, den sie beiden hatten, gefangen. Auch wenn die Zeit nur kurz war und es nur wenige Augenblicke, so sind sie für Krummel doch so erfüllend und so wohltuend. Sie spürt auch noch die vielen positiven Gefühle, die das Rehkitz ihr hinterlassen hat. Langsam führt Krummels Weg sie immer tiefer in den Wald. Krummel erkennt, dass es langsam Abend wird und die Sonne immer mehr versinkt. Krummel merkt, dass die Umgebung dunkler wird. Mittlerweile überkommt sie auch eine leichte Müdigkeit. Sieht so aus, als würde der Himmel etwas brennen. Er hat sich ganz orange gefärbt. Es ist für Krummel immer ein Zeichen, dass die Sonne nun bald untergeht. Für einen Moment bleibt Krummel stehen. Sie möchte etwas an die Zeit denken, die sie erlebt hat. Sie denkt auch darüber nach, was sie jetzt macht. Krummel weiß, dass der Weg nach Hause weit ist. Außerdem ist Krummel auch keine Katze, die abends oder nachts draußen bleibt. Also entscheidet sie sich für die Möglichkeit, die sie sonst immer ergreift. Sie sucht sich einen Unterschlupf für die Nacht und geht dann morgen nach Hause. Als Krummel bemerkt, wo sie ist, fällt ihr eine kleine Höhle auf. In dieser hat sie schon einmal eine Nacht verbracht. Nun zieht es sie dorthin. Ihr Weg führt sie immer tiefer durch den Wald. Sie merkt, dass sich das Bild des Waldes nach und nach verwandelt. Alles färbt sich immer mehr in Dunkelheit. Sie kann nun auch ganz andere Tiere erkennen. Ganz vorsichtig setzt sie einen Fuß vor den anderen, aber immer darauf bedacht, gleich bei Gefahr wegrennen zu können. Irgendwann findet Krummel im Düstern den kleinen Felsen. Auch der Höhleneingang ist schnell wieder gefunden. Noch bevor sie die Höhle schließlich betritt, stoppt Krummel noch einmal. Sie möchte sich sicher sein, dass keine Gefahr in der Höhle ist. Also schnuppert Krummel mit allen Sinnesorganen alles ab. Als sie dann immer wieder merkt, dass sie in keiner Gefahr ist, setzt Krummel eine Pfote vor die andere. Schließlich steht sie direkt in der Höhle. Ihr Blick wandert über die Wände. Sie erkennt, dass die Wände eine Mischung aus kleinen Steinen und aus Lehm sind. Der Boden sieht aus wie der restliche Waldboden. Er besteht aus kleinen Stöckchen, Sand und vielen verschiedenen Blättern. Als Krummel eine geeignete Stelle zum Schlafen gefunden hat, geht sie noch ein bisschen umher, bis sie sich schließlich hinlegt.
Sie macht sich eine kleine Kuhle als ihr Bett. Dann kuschelt sie sich hinein. In diesem Moment fühlt sich Grummel sehr wohl und geborgen. Aus dem Grund fällt ihr auch das Einschlafen hier nicht schwer. Immer wieder fallen ihr die Augen zu. Es dauert dann auch nicht lang, bis sie schließlich einschläft. Ihre Gedanken wandern nun zurück zum heutigen Tag. Sie erinnert sich an die vielen verschiedenen Tiere. Die Landschaften haben wunderbare Bilder in ihr. Sie denkt an das Zusammentreffen mit ihrer neuen Freundin, dem Rehkitz. Und diese wunderbare Energie, die sie beide erleben durften. Mit all dem ist für sie eine Nachricht verbunden, die sie ganz tief nun verinnerlicht. Habe auch in den schwierigsten und ungewöhnlichsten Zeiten Vertrauen. Dann kannst du jede Hürde meistern und das Glück, die Freude und die Liebe sind an deiner Seite. Dies gibt dir Kraft und lässt sie nun wunderbar und tief einschlafen. Vielleicht bist auch du eingeschlafen oder möchtest nun schlafen. Wir wünschen dir eine wunderbare Erholung. Möge alles so sein, wie du es dir wünschst. Bis zum nächsten Mal.